Wir befinden uns im Jahr 2026 und blicken zurück auf die Entwicklung von 2020 an zum Thema Bildung. Das Erstaunliche bei diesem Rückblick ist, dass es zunächst einmal gar nicht darum ging, wie immer in den vorherigen Jahren und Jahrzehnten, dass man über Institutionen gestritten hat, dass es um den Zustand von Häusern ging, dass um die Bewilligung von Mitteln ging, sondern dass wie eine Erleuchtung plötzlich durch die Gesellschaft die Frage ging, was bezwecken wir eigentlich mit dem, was wir da machen. Und dann wurde mit der ersten politischen Polemik relativ schnell aufgeräumt, die ja immer besagt, ihr wisst ja gar nicht, wie gut ihr es in Deutschland habt, da ist ja alles kostenlos. Das ist ein Privileg sondergleichen. Und die Gesellschaft hat sich nochmal besonnen, warum das denn so eingeführt worden ist. Das hat was damit zu tun, mit der einfachen Erkenntnis, dass das, was die Gesellschaft für alle notwendig und essentiell hält, den Marktgesetzen entzogen wird. Also das heißt, damit sich jeder das leisten kann, was die Gesellschaft ihm zugesteht als Gesellschaft notwendig, muss er dafür auch nichts bezahlen, in dem Sinne, dass es über Steuern finanziert wird, selbstverständlich, aber in dem Sinne, dass er Geld auf den Tisch legen muss, um zum Beispiel in den Genuss von Bildung zu kommen. Dieses Gesetz, das immer verwässert worden ist durch die Polemik aus dem wirtschaftsliberalistischen Lager, war plötzlich vom Tisch. Man hat gesagt, wir nehmen, Bildung soll für alle zugänglich sein. Das wäre die, und es wurde nochmal erklärt, warum das so ist. Nämlich, dass man der Auffassung ist, alles, was gesellschaftlich wichtig ist, soll den Marktgesetzen entzogen werden. Damit einherging auch die Entwicklung, dass man gesagt hat, die private Finanzierung von Universitäten wird gestoppt. Das hat sehr, sehr großes Aufsehen erregt und auch eine wilde Debatte darum, dann hätte die Wissenschaft ja nun überhaupt keine Möglichkeit mehr im internationalen Vergleich mitzuhalten. Worum es allerdings ging bei dieser Aktion, und das war das Wesentliche, war der Wille, den Auftragswissenschaften ein Ende zu bereiten. Also das heißt, diejenigen, die Wissenschaft finanziert haben, haben in der Regel auch gesagt, was sie an Ergebnissen haben möchten. Das klingt jetzt ein bisschen sehr vereinfacht, aber in den meisten Fällen ließ sich das belegen. Aufgrund dessen war diese Finanzierung mit der gleichzeitigen Bereitschaft der Gesellschaft, das heißt des Gemeinwesens, auch mehr in Wissenschaften zu investieren, aber mit der Absage an die private Finanzierung von öffentlichen wissenschaftlichen Institutionen. Die Bildungseinrichtungen generell, auch das war eine interessante Entwicklung, die Bildungseinrichtungen generell wurden dazu veranlasst, ihre Wirkung jedermann verständlich beschreiben zu müssen. Das heißt, es ging nicht darum, was sie vermitteln, sondern es ging darum, was das Ziel dieser Vermittlung ist. Also das heißt, wie sehen die Menschen aus, die erfolgreich eine bestimmte Bildungsinstitution durchlaufen haben. Was müssen die können? Was müssen die wissen? Das war in der Vergangenheit auch so. Das Dritte war, was müssen sie für eine Haltung haben? Haben sie einen Standpunkt? Haben sie eine Haltung? Etwas, was leider Gottes in den Jahrzehnten vorher immer mehr in den Hintergrund gedrängt wurde. Da ging es in erster Linie, wie gesagt, um Wissen und um Können. Und nicht um Haltung. Die Gesellschaft hatte aber in den letzten Jahren zunehmend ein großes Problem damit, dass Menschen keine Haltung hatten, vor allen Dingen in der Korrelation mit dem ungeheuren Anwachsen von Informationen, die zur Verfügung liegen. Wenn man da keine Struktur im Kopf hat, so war die Argumentation, dann ist man relativ verloren, das heißt manipulierbar.
Ein anderer Schritt, der auch, der schon in bestimmten Bereichen sogar praktiziert wurde, aber der auch sehr viel freigesetzt hat, obwohl es da eher um eine organisatorisch monetäre Geschichte ging, die einzelnen Bildungseinrichtungen, vor allen Dingen die Schulen vor Ort, hatten Autonomie bekommen in Bezug auf die Verwendung ihrer Mittel und auf die Auswahl ihres Personals. Also keine zentralistische Megabehörde, wie sie in den Ländern geherrscht hat, wo große Kontingente verbeamteter Lehrer über Land geschickt worden sind nach bestimmten Kriterien. Die Zeit ging sehr schnell dem Ende zu und die einzelnen Kollegien haben selber vor Ort entschieden, was für Personal sie brauchen, welcher Qualifikation und wen sie dafür haben möchten. Und sie haben auch entschieden, was sie mit den Mitteln, die sie haben, was sie mit diesen Mitteln machen. Also das heißt, die Autonomie vor allen Dingen der Schulen vor Ort war gestiegen in puncto Sachen und Personal. Und ein weiterer Punkt, der damit einherging und sich aber nicht nur auf die Schulen bezogen hatte, war die Entscheidung, sowohl die Universitäten als auch die Schulen mehr in die Stadtteile, in die Städte, wo sie waren, oder in die Regionen, wo sie waren, einzubeziehen in Bezug auf das gesellschaftliche Leben. Also das heißt, der Austausch, der tatsächliche, profane, tägliche Austausch zwischen den einzelnen Institutionen, denen, die dort arbeiteten, und der Bevölkerung sollte erleichtert werden durch Veranstaltungen, die eben stattfinden in diesen Institutionen selbst, die aber bürgerschaftlichen Charakter haben, vice versa, dass auch die Institutionen rausgehen in die Gesellschaft. Das war so die Gemengelage, die in den wenigen Jahren entstanden ist, die aus unserer Sicht aber durchaus das Zeug hat, dass in der weiteren Zukunft sich noch einiges radikal ändern wird. Also Bildung 2026 im Rückblick ist nicht die große Revolution, ist aber eine radikale neue Weichenstellung.